Ja, Schalke, erstmal einen schönen guten Tag und Schalke verliert erneut 3:0, jetzt auch gegen Karlsruhe. Es ist jetzt auch in den letzten Wochen, es ist nicht besser geworden, es ist immer schlechter geworden. Also mir fehlen auch echt die Worte und wie ich auch schon immer in den letzten Wochen und so auch sagte, dass wir so mit dieser Art und Weise des Fußballs kein Spiel gewinnen werden. Jetzt haben wir ja den neuen Trainer Gerrard. Ja, und na gut, der hatte jetzt sein erstes Ligaspiel. Davor hat er ein Testspiel gegen Necales Almelo gehabt. Während der Länderspielpause. Das hat er gewonnen. Klar wird das alles seine Zeit brauchen, bis dass der neue Trainer auch erstmal richtig angekommen ist und vielleicht bis er seine Art des Fußballs auch, dass die Mannschaft das dann auch auf den Platz bringen kann, so wie er sich das vorstellt, braucht das alles noch seine Zeit. Also, wie gesagt, wir stehen auf Platz 16 der Liga. Das ist definitiv nicht unser Anspruch. Das ist viel zu wenig, das ist enttäuschend. Auch der Unmut der Fans, klar, wird immer größer. Von Woche zu Woche wird der Unmut größer, klar. Das, was die Fans ja sehen wollen, ist, dass die Mannschaft kämpft, dass die Mannschaft kämpfen tut. Das hat man gestern auch wieder nicht gesehen. Ja, das war einfach viel zu wenig und ja. Über eine Note brauche ich ja gar nicht sprechen, die dürfte klar sein, Note 6 für dieses Spiel. Ja. Jetzt spielen wir, das Spiel wird nächste Woche auch nicht leichter. Im eigenen Stadion spielen wir nächste Woche gegen Hannover. Dann. Dann müssen wir gegen St. Pauli. Ne, in St. Pauli im DFB-Pokalspiel. Das steht dann auch schon wieder an. Zwei Auswärtsspiele an hintereinander, weil danach müssen wir nach Nürnberg. Und dann auf den Freitag gegen Elversberg. Da bin ich wieder im Stadion. Live dabei. Gegen Elversberg, also es sind Spiele, also das sind sehr schwere Spiele und tja, mal sehen, wo wir nach den Spielen stehen. Vielleicht weiter oben, etwas weiter oben, nach die Spiele, die ich jetzt alle aufgezählt habe. Nächste Woche können wir keinen Platz höher kommen, wir sind 5 Punkte hinter den 15. Ja, also es ist eine Menge Holz. Und es ist eine Menge aufzuarbeiten auf Schalke. Das ist, ja. Ist momentan so, wie es ist. Eine Scheißzeit von Schalke. Aber ich hoffe und ich denke, wenn die da zusammen weiter im Team arbeiten, dass die da als Team aus dieser Krise wieder rauskommen. Das war's von meiner Seite. Mein nächstes Video gibt es nächste Woche, Sonntag. Ciao.